Der Test. Ein wenig mehr Bodenfreiheit, eine Prise Coupé und dazu jede Menge Design. Fertig ist der fesche Crossover. Eine einfache Rechnung, die im Fall des Mazda CX-3 aufgeht. Aber hinter dem kleinen Japaner steckt wesentlich mehr als bloß ein Mix von Nettigkeiten. Das beginnt schon bei der SkyActiv Motorentechnologie. Für den Go-Test steckt ein 1,5 Liter Dieselaggregat unter der Haube, das 105 PS leistet. Das maximale Drehmoment liegt bei 270 Newtonmetern. Der Verbrauch pendelt sich bei rund 4,5 Litern im Schnitt ein. Eine besonders niedrige Verdichtung erlaubt es, die Verbrennung des Treibstoffs präzise zu steuern und so weniger CO2 auszustoßen und eben auch weniger zu verbrauchen. In der Praxis bekommt man von diesem Vorgang natürlich nichts mit. Der CX-3 schiebt gut aus dem Drehzahlkeller und gibt den kompetenten Dynamiker. Dieser Eindruck spitzt sich bei stärkerer Motorisierung sogar noch zu. Der Motor ist also schon mal top. Das gilt im Fahrzeugbau bereits als die halbe Miete. Das Fahrwerk des CX-3 kann da sehr gut mithalten. Man merkt, dass zigtausende Testkilometer in seiner Entwicklung geflossen sind. Auch hier wird schnell klar, dass es für eine wesentlich höhere Leistung ausgelegt ist. Vom 105 PS Diesel lässt es sich nicht aus der Reserve locken. Einfach ausgedrückt, der CX-3 bietet schon im Fahrwerk sehr hohe Sicherheitsreserven. Selbstverständlich ist der CX-3 auch mit Allradantrieb zu haben. Besonders für Westösterreich eine besonders attraktive Option. Das führt zu einem Fahrgefühl, das interessanterweise irgendwo zwischen Mazda 2 und Mazda 3 sitzt. Quirlig wie der Zweier, souverän wie der Dreier. Die Optik spielt genau in diese Annahme. Es ist quasi ein Best of Greatest Hits. Also einmal alles, was die Kodo genannte Designsprache hergibt. Man sieht von jedem Modell ein wenig vertreten. Mit Ausnahme der C-Säule, denn die führt in ein coupéhaftes Crossover-Heck, das auch im Mazda-Konzern noch einzigartig ist. Noch, denn wer weiß, vielleicht bekommt der CX-3 ja einen großen Bruder. So gut der Motor, so fesch die Optik, doch meist sitzt man ja innerhalb des Autos. Also sollte dort definitiv eine angenehme Atmosphäre herrschen. Hier hängt der Wohlfühlfaktor natürlich von der Ausstattungsvariante ab. Wir haben ein Revolution-Modell ausgefasst. Da ist alles an Bord, was man sich wünscht. Es wird einem an nichts fehlen. Das wirklich hübsche Grunddesign des Armaturenträgers gibt's aber ohnehin in jeder Ausstattungsvariante. Unser Go-Fazit zum Mazda CX-3. Der CX-3 ist in der Summe seiner Dinge einfach mehr als bloß ein putziger kleiner Crossover. Sein Mix aus Design und Technik weiß zu überzeugen. Das Dieselaggregat läuft zeitig und effizient. Der CX-3 ist, und daran besteht kein Zweifel, in seinem Segment der absolute Leader of the Pack.